Neben mir steht Herr Seeger, Pressesprecher des deutschen Konzerns Playmobil. Ich grüße Sie. Von Geopra Brandstätter. Das ist das Unternehmen, was hinter dieser strahlenden Marke Playmobil steht. Playmobil ist nicht eigenständig? Nein, das wissen Sie nicht. Nee, ich schreibe eine Überlegung. Dann freuen wir uns über das Schließen dieser Bildungslücke. Genau, also dahinter steht die Brandstätter Gruppe und Playmobil ist die große Marke dieser Gruppe. Und daneben gibt es noch Lechuza, das ist eine zweite Marke, die wir haben. Ja, soweit zu meiner Vorstellung. Ja. Herzlichen Dank, wieder was gelernt, aber immer noch im Familienunternehmen, ne? Das ist also Familienbetrieb? Nein, kein. Auch nicht mehr. Gut, wir lassen das, das wird nicht besser hier. Wir reden über das Spielzeug, darum sind wir hier. Ja. Und da sehen wir, ich sag mal so, das Ganze erinnert mich ein wenig an Lego Elves, aber wahrscheinlich ist das nur ein reiner Zufall. Nee, also wir gehen mal grundsätzlich mal unseren eigenen Weg, was die Produktentwicklung und Sortimente angeht. Und wir finden, da haben wir jetzt eine sehr spannende Unterwasserwelt kreiert. Das ist eine Neuheit, mit der wir jetzt auch nominiert sind für den Toy Award. Und ich glaube, da machen wir ein paar tolle Angebote, einzutauchen in einen ganzen Kosmos an Meerjungfrauen, an, Sie sehen es ja, Rochen und dem einen oder anderen Getier, was da so unter Wasser wohnt. Meine große Tochter ist großer Freund von Murmelbahnen und da deutet das Ganze darauf hin, dass man dort entsprechend Kugeln den Hang runterstürzen lassen kann. Sie sind bei einem Produktkracher angekommen und das ist auf jeden Fall eine Innovation, die wir in dem Jahr dabei haben. Wenn ich mal hier eine Kugel, Sie filmen das, durchlaufen lasse, dann leuchtet da was und das soll Spaß machen im Kinderzimmer. Das ist sowas wie eine Disco unter der Meeresoberfläche. Ja, mit Licht können Sie ruhig ganz paar Pluspunkte sammeln bei diesen erwachsenen Lego-Fans. Ja. Oh, aber auch mit einem neuen Nachtlicht vielleicht. Wenn so ein Playmobil-Fan mal abends im Zimmer mal ein Dämmerstündchen haben will, dann macht er sein neues Nachtlicht an. Und ich empfehle das auch jedem Lego-Fan. Also das sollte man sich mal zulegen. Also Lego kann davon lernen. So innovative Nachtlichter haben die, glaube ich, noch nicht. Licht ist ja sowieso ein Thema, was leider ein bisschen runtergefahren wurde bei Lego. Das gebe ich durchaus zu. Bedauerlich. Ja. Ich habe selbst einige Playmobil-Sets für meine Töchter gekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die fliegen in vielen, vielen Einzelteilen in der Wohnung rum. Ich muss so deutlich sagen, wir haben ein großes Prinzessinnen-Schloss gekauft. Wir haben das Thema Schwimmbad abgegriffen, das ist noch recht intakt. Und wir haben den Roncalli-Zirkus gekauft, den fand ich schick. Ja. Mein Gefühl ist immer, also wenn man heute noch länger, ist es ganz komisch. Als Kind habe ich auch gerne mitgespielt. Ich finde immer, es ist tatsächlich ein Stück instabil. Wie ist da Ihre? Wie würden Sie dem entgegnen? Also es fällt auseinander und dann liegt es irgendwie rum. Und man hat dann nicht, man sucht dann den richtigen Pin, dann fällt die Wand wieder ab. Bin ich da einfach nur zu ungeschickt, einfach zu sehr auf Bricks fokussiert? Ja, also jetzt kann ich Ihren Geschicklichkeitsgrad natürlich schwer beurteilen. Zunächst mal mag ich bemerken, dass Sie einen guten Geschmack beweisen, wenn Sie so viel Playmobil den Töchtern angedeihen lassen. Das ist mal eine tolle Investition. Und die Stabilität der Produkte, also das ist, da haben wir bisher eigentlich wenig Beanstandung gehabt. Also wir glauben, dass da relativ viel Stabilität da ist. Und ich glaube, es ist ein Vorteil zu sagen, wir haben nicht so kleinteilige Elemente. Das soll auch mal in ein aktives, interaktives Spiel eingebunden werden können. Und wenn da mal was mal irgendwo gegenrauscht oder was, dann glaube ich, dann hält es das Spielsystem sehr gut aus. Stabile Kunststoffelemente. Da können wir, glaube ich, mit punkten. Den Kunststoff haben wir alle nichts. Ja. Bei mir ist ja halt der Punkt, wie gesagt, meine Tochter hat mich sehr oft gerufen, weil wieder was abgefallen ist. Aber das ist, wie gesagt, spricht ja auch, das ist ein ganz neues Produkt hier, was wir hier sehen. Farblich durchaus peppig. Und der Wasserlandschaft. Wir haben hier aber keine Lizenz zugrunde liegen, weil Playmobil hat sich ja dem Ganzen auch ein bisschen geöffnet. Lizenzen. Ja, wir haben ein paar spannende Lizenzthemen besetzt und werden auch weitere besetzen. Das ist sicherlich das, was wir planen. Jetzt in dem Fall liegt keine Lizenz zugrunde, aber ich glaube, das System spricht für sich. Da brauchen wir jetzt nicht dringend noch ein Lizenzthema, was wir da mitziehen können. Herr Seeger, darf ich denn einmal eine Kugel hier rollen lassen? Ja, unbedingt. Mein Spieltrip ist gegeben. Ich möchte Ihren Horizont erweitern und ich freue mich über Ihre Erfahrung. Das wird ein spannendes Spielvergnügen. Ja. Wir müssen das vorher einmal aktivieren. Ach, okay. Ein bisschen umständlich. Na gut, also einen Knopf drücken und umständlich. Investigativ nachgeforscht. Ja, Sie haben hoffentlich nichts anderes erwartet hier, ne? Also wissen, das ist alles unser Warm-up für die Lego-Pressekonferenz. Natürlich. Und das machen Sie super, Herr Seeger. Sie bringen uns richtig hier in Schwung.
werden auch auf jeden Fall von uns gefeatured werden hier, ja. Das freut uns so, also. Oh, sie rollt schon mal nicht los. Aber ich muss auch mal ein bisschen anschubsen. Sie müssen zum Impulsgeber werden. Das werde ich jetzt? Ich wage es. Ich wage es mal. Ja. Jawohl, Sie sind ein Naturtalent. Ich hasse mich. Kann man denn die Elemente vergrößern? Also sind das alles Sachen nebeneinander? Also kann ich quasi nach... Also konkrete Frage. Gibt es Erweiterungssets, um diese Murmelbahn auszuweiten? Ja, bestimmt wird es die geben. Im Moment ist es das, was wir auf dem Markt haben. Aber Sie sehen es ja, das ist sehr flexibel. Da kann man sicherlich was anbauen. Also da werden wir mal in Kürze von hören lassen, ob das geplant ist. Wir behalten Playmobil sogar langfristig immer im Auge, Herr Seeger. Ja. Ich danke Ihnen für diese... Darf ich Ihnen gerne noch eine Meerjungfrau mitgeben? Also ich finde, das wäre eine unglaublich gute Ergänzung Ihres Haushalts, wie ich da so raushöre. Und für den Roncalli-Zirkus? Nee, eine Meerjungfrau ist es. Soweit ich weiß, gibt es die im Zirkus gar nicht. Aber man darf ja dem Ganzen keine Grenzen setzen. Nee. Und gerne können wir die auch... Nein, lassen wir das. Ich freue mich, genau. Okay, Herr Seeger, hol uns noch, die gucken wir uns natürlich noch an. Die halten wir noch in groß ins Bild. Nicht, dass wir hier irgendwie käuflich sind, aber wir wollen natürlich noch gucken. Eine Meerjungfrau. Das ist eine klare Produktempfehlung, liebe Freunde von Lego. Einfach mal über den Tellerrand schauen. Vielleicht ist das mal eine Sortimentsempfehlung für 2019. Und eine letzte Frage, Herr Seeger, jetzt mal unter uns. Nee. Ne? Ich habe ja gesagt, wir haben zu Hause Playmobil. Haben Sie zu Hause auch Lego? Lego, ja. Und zwar, glaube ich, habe ich für meine Tochter ein Elf-Set gekauft. Und das dann der Geschäftsführung erzählt, ja. Ne, Herr Seeger? Das ist, ich glaube, wir sind an irgendeinem Spielwarenladen vorbeigekommen und da muss es ein Elf-Set sein. Mann. Aber das ist auch alles. Ansonsten bin ich markentreu hier. Sehr gut, Herr Seeger. Herzlichen Dank. Ich wünsche einen schönen Tag und viel Erfolg auf der Spielwarenmesse 2019. Tschüss, ciao.